halb 10 am Vormittag. Das Olympia-Einkaufszentrum erwacht langsam zum Leben. Ein Tag wie jeder andere. Doch ist das wirklich so? Welche Spuren hat der Amoklauf hinterlassen? Ich möchte herausfinden, was sich hinter der Fassade des Alltags abspielt. Ich werde versuchen, ins Gespräch zu kommen mit Menschen, für die das Leben normal weitergehen muss. Sie wissen ja, dieser schreckliche Amoklauf jährt sich. Wie geht's Ihnen dabei? Schrecklich eigentlich, daran zu denken, dass das eigentlich schon ein Jahr wieder her ist. Ja. Und mulmiges Gefühl, halt auch arbeiten zu gehen. Unweigerlich ist das OEZ mit dem Amoklauf verbunden. Unfassbares haben Kunden und Mitarbeiter erlebt. Stundenlang mussten sie in Angst am Boden liegend ausharren. Karin Gerler hatte Glück, sie hatte frei. In der Nähe ihres Standes schoss der Amokläufer wild um sich. Also es ist schon ja, wirklich ein Gänsehaut, wenn man drüber nachdenkt. Wenn man täglich jetzt hier ist, verdrängt man es oder wie gehen ja, Sie damit? Ja, man muss es verdrängen. Es ist nur, wenn man ein unverhofft lauter Knall ist, dann zuckt man schon ein bisschen zusammen. Also nicht nur ich, auch Kunden oder auch die, die das damals mitbekommen haben. Doch was bleibt für eine Wahl? Das Leben muss irgendwie weitergehen. Auf dieser Straße hat der Amokläufer die meisten der Menschen getötet. Die meisten waren Jugendliche, die ihr Leben noch vor sich hatten. Immer wieder bleiben Passanten stehen, halten inne. Jeden Tag, wenn ich komme zum Arbeiten, ich ein, zwei Minuten stehe hier und ich sehe alles und dann tut richtig weh. Und dann gehe ich zum Arbeiten. Ich vergesse nie. Und eine Frage bleibt. Sie quält auch ein Jahr danach noch viele. Man fragt sich einfach, warum musste das sein? Also was hat sich verändert seitdem? Hat der Täter irgendwas erreichen können? Und das kann ich nicht beantworten. Klar ist er jetzt bekannt. Sein Name ist bekannt, aber... Aber wer will so bekannt sein? Wer will so bekannt sein, ja. Das ist immer die Frage. Viele hasten vorbei, aber einige bleiben stehen. Fühl mit. Wahllos hat der Amokläufer Leben ausgelöscht und ganze Familien zerstört. Ja, es tut halt weh, es tut sehr weh. Viele von denen kenne ich. Und auch meine Kinder haben auch sehr viele Kontakte, zum Beispiel von Armela, der Bruder. Giuliano, am gleichen Tag war mein Sohn auch da. Mein Sohn ist da reingegangen, weil er seine Uhr reparieren wollte und er wollte beim McDonald's essen. Und dann hat sich halt das passiert. Es tut weh, es tut weh. Und wie geht es Ihrem Sohn heute? Sehr schlecht. Immer noch? Sehr schlecht, ja. Weil die waren ja am gleichen Tag mit Giuliano noch zusammen. Man sieht das alles und die haben sich da in den Gebüsch versteckt. Man sieht das alles. Ist schwer, ist sehr schwer. Weil ein Kind macht so viel Leben kaputt. Es ist nicht nur die Kinder, sondern die ganze Familie, Verwandtschaft, Freunde. Alle gehen kaputt. Der 22. Juli, ein Schicksalstag für viele. Ein Mahnmal soll darum immer an diesen Tag erinnern. Noch ist es verborgen. Bei der Gedenkveranstaltung am Jahrestag wird es enthüllt. Ja, das Denkmal symbolisiert einen Freundschaftsring. 9 kleine Schmucksteine sind eingelassen. Jeder Schmuckstein steht für eines der Opfer. Und der Ring soll die Liebe symbolisieren. Und der Ginkgo-Baum, der hier in die Höhe ragt, steht für Frieden. Nach einem Jahr sind zwar die Bilder verblasst, aber der Schmerz, der bleibt.